das Muhammad Ali bei Ihnen auf dem T-Shirt? Ja, Herr Präsident, anlässlich der Beerdigung habe ich gedacht, das wäre eine schöne Geste. Und ich glaube, dass viele auch die Nachricht vom Ableben von Muhammad Ali mit großer Trauer aufgenommen haben. Deswegen habe ich das heute Morgen in meinem Kleiderschrank rausgepickt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Dr. Opendrenk, das ist natürlich ein ziemlich billiger Versuch. Der Kollege Weske hat auf den Zeitplan hingewiesen. Es gibt bereits Anträge im Hause. Und es ist besonders billig, wenn man dann sieht, dass Ihr Finanzminister, Herr Dr. Schäuble, einer der brennenden Befürworter einer Bargeldobergrenze ist. Und man muss sich an dieser Stelle, wie auch an anderen Stellen, fragen, ob Sie als größter Landesverband der CDU überhaupt irgendwas zu sagen haben in Ihrer Partei. Weil wenn Sie dann geißeln, dass es hier von Seiten des Finanzministers, was er nicht gemacht hat, Vergleiche mit der Mafia gegeben hätte, dann kann man nur wirklich sagen, den Finger, den Sie an uns richten, der zeigt auf Sie selbst zurück, weil das war der Staatssekretär Meister, der gesagt hat, er sei für eine Abschaffung des Bargeldes, weil damit sehr viele illegale Geschäfte gemacht würden. Das heißt, der Staatssekretär Meister hat alle Bürgerinnen und Bürger unter Generalverdacht gestellt. Und an der Stelle zeigen drei Finger an der Hand ganz eindeutig auf Sie zurück. Das ist schon sehr billig, Herr Kollege. Herr Kollege Abel, der von Ihnen soeben angesprochene Abgeordnetenkollege möchte Ihnen gerne seinerseits eine Frage stellen. Ich nehme an, die lassen Sie zu. Ja, sehr gerne. Herr Kollege, ich danke herzlich dafür und frage Sie, wie Sie die Einschätzung von Kollegen Weske eben bewerten, dass die Äußerungen, die Sie jetzt auf Ihrem Landesparteitag getätigt haben als Grüne, dass die eben nicht die Meinung der SPD-Fraktion sind. Darf ich daraus schließen, dass es heute ein abweichendes Abstimmungsverhalten der Grünen zu unserem Antrag gibt? Oder wie werden Sie sich gleich verhalten? Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Opendrenk, für die Zwischenfrage. In der Tat, Sie haben diesen Antrag, 95% Ihres Antrages sind wortwörtlich eines sehr guten Parteitagsbeschluss, den die Grünen auf dem Landesparteitag gefasst haben zu dem Thema. Ihnen ist sicherlich auch bekannt, dass sich auch die Fraktion sehr eindeutig für die Einführung, gegen die Einführung einer Bargeldobergrenze positioniert hat, weil wir an der Stelle sagen, das ist ein nicht verhältnismäßiger Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger. Es droht damit eine neue Form der Vorratsdatenspeicherung. Bargeld ist gelebter Datenschutz, weil ich anonym bezahlen kann. Und es ist eben nicht mehr retrograd nachverfolgbar und durchsuchbar und wird gespeichert, wann ich wo mich aufgehalten habe und wofür ich was bezahlt habe. Und das ist ein großer Freiheitsraum, den wir erhalten sollten. Und das ist die Position der Grünen. Und es gilt die alte Regel, Anträge der Opposition, die die Absicht haben, die Regierungsfraktionen zu spalten, werden abgelehnt. Und so werden wir auch heute verfahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, weil Sie auch danach gefragt haben, so wie ich die Anhörung auch wahrgenommen habe, gab es, glaube ich, einen Sachverständigen, der nicht grundsätzlich gegen die Einführung einer Bargeldobergrenze war, der aber auf jeden Fall den Betrag, der in Diskussion ist, von Ihrem Bundesfinanzminister, ich sage das nochmal, aber auch andere Vorschläge von 3.000 Euro als Obergrenze, als viel zu niedrig angesehen hat. Er hat sich für eine Grenze von 10.000 Euro abgesprochen. Und ich kann nur sagen, mein parlamentarisches Verständnis ist es in der Tat, dass wir die Anhörung auswerten. Und deswegen kommt der Antrag zu uns seit, da hat der Kollege Weske recht. Ich würde aber für unsere Fraktion festhalten wollen, dass wir bei dieser Positionierung bleiben. Und da sind wir eben an einem Punkt nicht der Meinung des Landesfinanzministers. Aber Sie brauchen jetzt nicht irgendwie zu denken, dass wir jetzt, dass Sie dadurch irgendwie einen Keil zwischen uns treiben können. Denn der Unterschied zwischen Ihrem Bundesfinanzminister und diesem Finanzminister ist vor allen Dingen im Kampf gegen Steuerhinterziehung eklatant. Herr Schäuble hat seit den Veröffentlichungen um die Panama Papers. Welche Schritte hat die Bundesregierung eingeleitet, um dieses Geschäftsgebaren einzugrenzen? Die EZB hat den 500-Euro-Schein abgeschafft und die BaFin will jetzt genauer in die Jahresabschlüsse von Banken gucken. Donnerwetter. Da kann ich nur wirklich sagen, Herr Kollege Opendrenk, wenn der Staatssekretär Meister dann ernsthaft
der Meinung ist, es sei dann ein geeignetes Instrument, alle Bürgerinnen und Bürger unter Generalverdacht zu stellen, dann möchte ich Sie eindrücklich davor warnen, weil das verstehen die Menschen draußen nicht, dass die Freiheit, mit Bargeld zu bezahlen, auch über eine gewisse Grenze hinaus eingeschränkt wird und dass dann die ganze Finanzindustrie, wo Teile der Commerzbank, wo Teile von Privatbanken, die auch hier in Düsseldorf ansässig sind, Menschen beraten haben, wie sie an unserem Staat vorbei Anlagen treffen, um keine Steuern zu zahlen zu müssen. Das verstehen die Bürgerinnen und Bürger dann wirklich nicht mehr. Und deswegen ist das ein fatales Signal, was der Staatssekretär, was der Bundesfinanzminister aussenden. Es geht nicht um das Instrument einer Bezahlobergrenze, sondern es geht um die Angst vieler Bürgerinnen und Bürger, dass jeder Schritt durchforstet wird. Und das ist ein fatales Signal, wenn an anderer Stelle nichts gegen Steuerhinterziehung wirklich unternommen wird, meine Damen und Herren. Herr Kollege Abel, Herr Kollege Obtenreck, würde Ihnen gerne noch eine Frage stellen. Wenn es der Wahrheitsfindung dient, sehr gerne. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir Fragen zulassen. Das war ein Pfandscherz, Herr Kollege. Herzlichen Dank, dass ich noch mal fragen darf. Wie wollen Sie eigentlich den Menschen erklären, dass, obwohl Sie jetzt ein Hemd mit einem Boxermotiv anhaben, Sie nicht den Eindruck erzeugen, hier eine Mattenflucht begangen zu haben? Ein was bitte? Eine politische Mattenflucht. Also, Herr Kollege Dr. Obtenreck, Sie müssten doch bei der Debatte schon aufpassen, dass Sie am Ende nicht sich selber hauen und auf der Matte liegen, weil einfach einen Parteitagsbeschluss zu nehmen, wo wir anderer Meinung sind mit dem Landesfinanzminister, um von der ganzen Untätigkeit der Bundesregierung bei Panama Papers, bei LuxLeaks, ich könnte jetzt auch noch weiter in die Vergangenheit gehen, das Steuerabkommen mit der Schweiz, was wir verhindert haben. Ihre Leute in Berlin machen überhaupt nichts und das ist den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu vermitteln. Und passen Sie auf, dass Sie sich nicht selber schlagen, wenn Sie einen Schlag auf die Deckung kriegen, nachher mit zwei blauen Augen hier rausgehen. Meine Damen und Herren, zum Schluss will ich noch mal darauf hinweisen, dass der Blick in andere europäische Länder zeigt, dass eine Einführung einer Bezahlobergrenze nicht signifikant weder zu niedrigeren Kriminalitätsraten noch zu höheren Aufklärungsquoten geführt hat. Und man muss den Bürgerinnen und Bürgern dann auch sagen, wenn hier von einer Bargeldobergrenze von 5.000 oder sogar 3.000 Euro gesprochen wird, dass in Ländern, die eine sehr viel niedrigere Grenze haben, und das bitte ich jetzt nicht misszuverstehen, aber zum Beispiel, wenn angeführt wird, es sei auch eine Maßnahme, um Terrorfinanzierung einzudämmen. Frankreich und Belgien haben eine Bezahlobergrenze von 1.000 Euro. Und da muss man schon fragen, ist das wirklich wirksam? Und wir glauben, und da hat der Kollege Kern nicht ganz Unrecht gehabt mit seiner Zwischenfrage, wir glauben, dass es wenig Sinn ergibt, einen neuen Datenpool zu machen, Daten zu speichern und zu sammeln, weil die Ermittlungsbehörden dann im Einzelnen aufgrund der Masse der Daten am Ende überfordert sind. Und der zweite Punkt, den man anführen muss mit der Vorratsdatenspeicherung, es gibt aus Verbraucherschutzgründen mehrere Gründe, gegen so ein Instrument zu sein, weil natürlich, wenn alles auf ein Konto eingezahlt wird, Herr Kollege Weske, jeder Schritt nachvollziehbar wird. Und wir reden auch über das Risiko von Negativzinsen. Als der Antrag der Piraten kam, der das aufgenommen hat und auch von der FDP, konnte man noch sagen, das ist ein Szenario, da weiß man nicht, ob es eintritt. Aber es gibt inzwischen die ersten Sparkassen, die für ihre Geschäftskunden auch Negativzinsen einführen. Es ist also schon auch ein Risiko, nicht nur für den privaten Zahlungsverkehr, sondern auch für den Geschäftszahlungsverkehr, wenn mittelständische Unternehmen beispielsweise Rücklagen bilden für die Gehälter ihrer Mitarbeiter, dass sie dann bestraft werden, wenn sie das auf dem Bankkonto machen. Und schauen Sie sich die Entwicklung an beim Goldpreis, schauen Sie sich die Zuwachsraten an von Tresorherstellerinnen. Es ist ein eklatantes Problem, das betrifft alle Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen ist für die Grüne Fraktion ganz klar, man kann das Kind hier nicht mit dem Bade ausschütten, es ist nicht verhältnismäßig. Und deswegen werden wir weiterhin gegen eine Bezahlobergrenze bei Bargeld uns positionieren, auch wenn wir diesen Antrag heute ablehnen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank.